Ja, herzlich willkommen zur offiziellen Vorstellung der Targobank als neuen Trikotsponsor von Fortuna Düsseldorf. Wir freuen uns ganz besonders, dass Sie persönlich da sind heute. Isabel Chevelat, CEO der Targobank, und Christophe Géant, Vorstand der Targobank und stellvertretender CEO. Und Alexander Jobst, Vorstandsvorsitzender der Fortuna, der auch am heutigen Vormittag das erste Wort hat. Alex, bitte. Vielen Dank, Kai. Ja, herzlich willkommen, liebe Medienvertreter, liebe Kolleginnen und Kollegen der Targobank und auch liebe Kollegen der Geschäftsstelle. Wir freuen uns sehr, dass die Targobank unseren langfristigen Weg des neuen Konzeptes Fortuna für alle mit Begeisterung mitträgt, dass dieser langfristige Weg eine wunderbare Atmosphäre von Beginn an zwischen der Targobank und Fortuna Düsseldorf in unseren Gesprächen mit sich gebracht hat. Und zudem freuen wir uns sehr, dass die Targobank mit uns gemeinsam den Fußball den Menschen in Düsseldorf öffnen möchte. Das war uns in unseren Gesprächen und in unseren Vereinbarungen eine ganz wichtige Angelegenheit, die wir von Beginn an miteinander besprochen haben. Zudem freut es uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass die Targobank zukünftig das Trikot der Fortuna zieren wird und diesen Weg mit uns über mindestens 5 Jahre gemeinsam auch als Trikotsponsor gehen wird. Dieses Konzept Fortuna für alle ist mehr als freier Eintritt. Dieses Konzept umfasst in der Öffnung des Fußballs, dass Investitionen neben dem Profisport in den Breitensport getätigt werden, in soziale Projekte getätigt werden, in den Nachwuchsbereich getätigt werden und in die digitale Infrastruktur für Fortuna Düsseldorf zukünftig getätigt werden können. Wir sind froh und dankbar, dass diese Bereitschaft dieser Vereinbarung in einer Langfristigkeit vonstatten geht, die uns Planungssicherheit für Fortuna Düsseldorf gibt, die aber auch die Überzeugung der Targobank mit sich trägt, dass wir diesen Weg nur gemeinsam entsprechend auch erfolgreich gestalten können. Es handelt sich hierbei sicherlich um wirtschaftlich und auch inhaltlich den wichtigsten und lukrativsten Deal von Fortuna Düsseldorf. Und wir sind sehr dankbar, Targobank, dass wir dieses nun gemeinsam angehen. Von Beginn an, und ich glaube, das darf ich sagen, lieber Isabel, lieber Christoph, von Beginn an in unseren Gesprächen hat die Idee und das Konzept uns getragen und hat uns zu dieser langfristigen Vereinbarung geführt. Fortuna für alle, Targobank und Fortuna Düsseldorf, wir freuen uns sehr. Vielen herzlichen Dank für das Vertrauen bis hierhin. Vielen Dank, Alex. Isabel Chevelat, wir freuen uns ganz besonders. Sie sind keine deutsche Muttersprachlerin, werden aber Ihr Statement auf Deutsch machen. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse, liebe Alexander, liebe Kai, lieber Christoph, ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein und über unsere gemeinsame Pionierarbeit mit der Fortuna zu sprechen. Manch einer wird sich vielleicht fragen, Fortuna und Targobank, wie passt das zusammen? Das möchte ich gerne erläutern. Es gibt im Wesentlichen 2 Gründe. Erstens ist Düsseldorf unsere Heimat. Hier ist unsere Hauptverwaltung und viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben und arbeiten in der Region. Wir fühlen uns deshalb eng mit der Stadt und dem Verein verbunden. Mit dem Engagement bekräftigten wir dies noch einmal. Zweitens teilen wir mit der Fortuna grundlegende Überzeugungen und Werte. Fortuna für alle ist eine einzigartige Sportfußball-Sponsoring-Initiative, welche auf einer revolutionären Komponente aus gesellschaftlichem Engagement und Nachhaltigkeit und vor allem Partizipation und Teilhabe basiert. Und für uns in der Targobank sind dies alle zentrale Anliegen. Auf Französisch nennen wir das Mutualismus, den Einsatz für den gegenseitigen Nutzen von Kundschaft, Mitarbeitenden, Bank und Gesellschaft. Der Gedanke ist schon im Namen unserer Muttergesellschaft angelegt und hat lange
Tradition. Crédit Mutuel Alliance Fédérale ist, wie Sie vielleicht wissen, eine Genossenschaftsbank, in der Gesellschaft, Mitgestaltung, Zusammenhalt und Regionalität zentrale Rollen spielen. Dafür möchten wir uns als Targo Bank hier in der Region einsetzen. Der Sport ist für uns hierfür die ideale Brücke. Mit unserem Engagement möchten wir den Menschen hier vor Ort etwas zurückgeben. Wir finden, Fortuna für alle ist hierfür ein tragfähiges und ehrgeiziges Konzept. Wir sind sehr stolz, dass wir hier gemeinsam Pionierarbeit leisten können. Uns hat besonders begeistert, dass der Verein die Mittelverwendung transparent macht und nicht nur in den Profitfußball, sondern auch in den Nachwuchsbereich, den Frauenfußball, in digitale Infrastruktur, wie Sie gesagt haben, und nachhaltige und soziale Projekte investiert. Und gemeinsam mit der Fortuna machen wir uns auch Gedanken, wie wir uns zukünftig in eigenen Projekten anbringen können. Themen wie Breitensport, Gesundheit, gesellschaftliches Engagement vor Ort und Nachwuchsförderung stehen auch bei der Targo Bank weit oben auf der Agenda. Seit vielen Jahren haben wir eigene Initiativen zu diesen Themen und wir freuen uns, diese weiter auszubauen und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mit unserem Trikot-Sponsoring, über das wir heute sprechen, bekräftigen wir den gerade beschriebenen Anspruch noch einmal. Unser Logo auf dem Trikot ist das sichtbare Zeichen, dass wir an die ambitionierten Ziele von Fortuna für alle glauben. Ein Trikot-Sponsoring hat darüber hinaus auch eine besondere Wirkung auf unsere Marke. Das gelingt nur, weil die Passung zwischen Fortuna für alle und unserem Anspruch als Bank so gut ist. Wir sind überzeugt, dass wir mit Hilfe der Partnerschaft unsere Marke für die Menschen authentisch erlebbar machen. Denn Fußball ist emotional und begeistert die Menschen. Diese positive Emotion möchten wir für unsere Marke mitnehmen. Die Größe, Finanzstärke und Nachhaltigkeit, die das Projekt Fortuna für alle mit sich bringt, ist zudem ein Beweis für unser Vertrauenskapital. Und Vertrauen, wie Sie wissen, ist das Wichtigste für eine Marke in dem Finanzsektor. Bleibt mir zum Abschluss noch zu sagen, wir stehen noch ganz am Anfang unserer Partnerschaft und werden diese gemeinsam weiterentwickeln und mit Leben füllen. Und ich freue mich auf diese gemeinsame Reise mit Fortuna. Dann stehe ich mit Christoph und unsere Partner von Fortuna für Fragen zur Verfügung. Entschuldigen Sie mich, ich bin noch nicht auf Deutsch fließend und dann ich mache Fortschritte, aber ich werde auf Englisch antworten. Sie sind dafür einverstanden. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das Deutsch war ganz hervorragend. Vielen Dank dafür. Wir haben einen Dolmetscher, Frank Dea, vielen Dank, dass Sie da sind, der uns unterstützt bei den Antworten. Ihr könnt eure Fragen, wie gesagt, gerne auf Deutsch stellen. Die zugeschaltet sind digital, zeigt euch per digitaler Hand. Ich nehme euch dann nacheinander dran und eröffne gerne hiermit die Fragerunde. Wer möchte den Anfang machen? Gianni Costa von der Rheinischen Post. Vielleicht, auch wenn es unhöflich ist, erst die Frage an Herrn Jobst. Können Sie vielleicht im Rahmen dieser Verhandlungen, der Gespräche nochmal skizzieren, wie schnell sich da möglicherweise skizziert hat, dass die Targo Bank derjenige sein wird, der in dieser Dreierbande von Fortuna für alle, die Sie da gewonnen haben, der in Anführungsstrichen sichtbar stärkste Partner sein wird?
Die Gespräche haben vor vielen Monaten begonnen mit der Targo Bank. Also es ist mindestens ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Dreivierteljahr her, als wir uns das erste Mal miteinander unterhalten haben, dort das Konzept präsentiert haben und dann auch die Gespräche geführt haben. Im Rahmen der Gespräche kam sehr, sehr schnell auch beidseitig die Begeisterung zum Ausdruck, dass man dieses Konzept und diesen inhaltlichen Weg Fortuna für alle gemeinsam gestalten kann. Denn den Part des Trikotsponsorings, der kam erst zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich dann zum Tragen und wurde in die Verhandlungen mit aufgenommen. Für uns war im Rahmen unserer Gespräche immer sehr wichtig, ob die Überzeugung und die inhaltliche Begeisterung zum grundsätzlichen Konzept von Fortuna für alle für die Targo Bank und für Fortuna Düsseldorf passgenau ist. Und das war der eigentliche Anlass und unsere gemeinsame Motivation, diese Gespräche auch fortzuführen und dann auch zu intensivieren. Mach gern weiter, wenn du mal dran bist. Damit der Dolmetscher auch was zu tun hat, an die französische Seite gefragt. Sie haben gerade gesagt, das Projekt ist, was Sie vor allen Dingen fasziniert hat, ist die Grundidee hinter Fortuna für alle. Jetzt ist es aber ja auch ein Sportverein, wo es grundsätzlich um sportlichen Erfolg auch geht, der sehr viel mit den Emotionen dann auch verbunden ist. Wie wichtig ist es tatsächlich für Sie, dass Fortuna auch sportliche Ziele, sprich beispielsweise den Aufstieg, mittelfristig erreicht? Christoph will complete because Christoph is very, very deeply involved in sport. But yes, it's not. Ich möchte betonen, dass wir und das nicht unser erstes Ziel ist, durch unser Engagement unseren Namen mit einem, sagen wir, Aufstieg der Fortuna zu verbinden, sondern es ist für uns ein langfristiges Projekt. Ein langfristiges Projekt, in dem es für uns darum geht, die größte Bedeutung für uns darin besteht, dieses Engagement im Rahmen unseres CSR-Engagements, also Corporate Social Responsibility, gesellschaftliche und ökologische Verantwortung von Unternehmen zu verorten. Das ist für uns der Punkt. Und das erste Ziel ist für uns, das zu ermöglichen, was die Fortuna mit Fortuna für alle realisieren möchte. Und nicht jetzt unbedingt, wir glauben nicht, dass wir dadurch jetzt den Aufstieg erreichen, dass wir jetzt mit an Bord sind. Aber es kann natürlich eine Folge sein, weil es die Atmosphäre im Stadion spielt ja eine große Rolle. Und Fußballer sind Menschen. Die Motivation ist eine wichtige Rolle. Und es kann natürlich sein, das wäre ein schöner Nebeneffekt, wenn dieses Engagement auch diese Wirkung hätte. Aber unser erstes Motiv ist nicht, jetzt zusätzliches Geld für den Aufstieg bereitzustellen. Die Entscheidung, das muss man ganz klar sagen, ist nicht sportgetrieben, sondern vom sozialen Engagement her getrieben und von der Verbindung von Sport mit sozialem Engagement. Jörg Schorre von der Bild-Zeitung. Vertreter der Targo Bank, wäre Ihr Institut auch als Sponsor eingestiegen, wenn Fortuna nicht dieses neue Konzept Fortuna für alle aufgelegt hätte? I will answer as CEO and with Christoph, we are on the same page. The answer will be no. That's obvious. Die Antwort ist ganz klar nein. Wie eben schon gesagt, Christoph und ich ticken da genau gleich. Die Antwort ist nein, weil für uns sind wirklich zwei Gründe miteinander verknüpft. First, Sport. And secondly, Sport, ja, aber auch das gesellschaftliche Engagement von uns als Unternehmen und das Ganze als langfristige, nachhaltige Partnerschaft betrachtet. Yes, be a partner on the long run, a partner for Fortuna. That's obvious. That's obvious. Gibt es noch Fragen? Dann würde ich mich bis hierhin bei euch bedanken. Doch, da kommt noch eine Frage. Morten Ritter von der DPA. Morten Ritter de l'Agence DPA. Hört ihr mich hier, ne? Leise, aber wenn du ein bisschen lauter sprichst, hören wir dich sehr gut. Okay, alles klar. Also Frage nochmal an die Vertreter der Targo Bank. Wir haben gesagt, für den Aufstieg würde es nicht mehr Geld geben, aber wir können dafür davon ausgehen, dass es im Falle eines Aufstiegs die finanziellen Zuwendungen erhöht wird.
Entschuldigung, aber ich habe die Frage nicht verstanden. Der Sound ist sehr. Ich würde es nochmal wiederholen. Es geht darum, dass wir haben über den Aufstieg gerade gesprochen, aber dass im Falle eines Aufstiegs der Vertrag sich entsprechend ändert. Everything has been written down in the contract. Whatever the scenario will be, everything is ready to be executed. Also natürlich ist alles vertraglich festgelegt, das können Sie sich ja vorstellen. Und wenn wir aufsteigen, also wir sind jetzt schon beim Wir, dann wäre das natürlich ein Beleg dafür, dass ein so nachhaltiges Konzept eben auch in der Lage ist, erstklassigen Fußball hervorzubringen. Das ist erstmal der Punkt. Und wir haben ganz bewusst die Trikotpartnerschaft auf 5 Jahre festgelegt. Das geht über den normalen Zeitraum eigentlich hinaus. Und das werten wir von unserer Seite als Beleg dafür, wie ernst wir es meinen mit einer dauerhaften Partnerschaft. Wenn ich das ergänzen darf, was die wirtschaftliche Seite angeht, ist es so, dass wir uns über diese Langfristigkeit darauf verständigt haben, dass wir im Zweitliga- und im Erstliga-Szenario und gar für den hoffentlich nie eintretenden Fall eines Drittligaszenarios über diese Laufzeit entsprechend auch wirtschaftlich miteinander Vereinbarungen getroffen haben. Das zeigt das Commitment, das zeigt aber auch die Überzeugung in Fortuna für alle mit der Langfristigkeit der Vereinbarung. Wenn ich soll etwas hinzufügen, es zeigt auch das Vertrauen zwischen uns. Es gibt keine Frage darüber. Gianni Costa für die RP nochmal. Mich würde nochmal interessieren, wie Sie als Geldinstitut auf den Fußball im Allgemeinen blicken. Wenn man Frankreich sich anschaut mit Paris Saint-Germain, aber auch die deutsche Bundesliga, reden wir über Milliardensummen. Jetzt ist es auf der einen Seite natürlich eine Banalität, dass es bei Ihnen der Motor auch Geld ist. Aber wie blicken Sie auf das Ganze? Yes, I will leave the floor to Christoph, but we are not talking about the same football. We are not talking about billions. We are not, of course. Ich bin jetzt Französin, aber ich kann nur sagen, wir sprechen nicht über diese Art von Fußballgeschäft. Das ist nicht unser Engagement. Und wir haben eine ganz andere Art von Partnerschaft hier im Sinn. The framework of our partnership, and that's very far from our partnership. No, I think for me, no matter what are the practices, I mean, Paris is a very good example. I mean, football stays the most popular sport in the world, and I'm not sure we should, in a way, try to blame football in a way because of the practices. So here we had a fantastic idea. Football is football. I mean, so we would not lock ourselves. Natürlich, Fußball ist Fußball, egal welche Auswüchse es gibt. Es gibt, ist der beliebteste Sport der Welt. Es ist Emotion. Fußball bleibt Fußball. Und wir haben jetzt nicht uns dem Projekt gegenüber verschlossen, weil es im Fußball dies und jenes gibt, was man kritisieren könnte, sondern wir haben uns überzeugen lassen durch dieses Konzept Fußball für alle. Yeah, but just to complete, of course, football is football, and as I said, it's one of the reasons why we have signed this agreement, the long-run agreement with Fortuna, für alle. But what I'm saying, what is very important in our agreement is the commitment of Fortuna to be very transparent and transparent about the way the money will be spent, about the governance of the institution, and I think you spoke about the PSG, but I mean all over the world. Und ein wichtiger ausschlaggebender Punkt dafür, dass diese Partnerschaft zustande gekommen ist, dass es von Seiten Fortuna ein ganz klares Bekenntnis zur Transparenz gibt. Denn klar, bei PSG und anderen Vereinen, ich weiß nicht, ob man davon Transparenz sprechen kann, aber für uns als Bank war dieses Bekenntnis zur Transparenz, was auch mit den Geldern passiert, wie das Engagement aussieht, eigentlich der ausschlaggebende Punkt. We are committed in football, but we are even more committed in the commitments of Fortuna. Fragen gibt es keine mehr. Dann bedanke ich mich für die Fragen. Danke Ihnen allen. Zum weiteren Ablauf. Einzel-O-Töne sind jetzt möglich. Und im Anschluss würden wir dann noch draußen ein Foto mit dem Trikot der Targobank machen. Danke sehr.
Danke. Vielen Dank.